Hallo, Servus, willkommen zurück. Wieder bei Quest for Glory. Ich spreche in komisch Akzent, because ich kann. Ich hatte ja das letzte Mal beim Eremit Unterschlupf gefunden und wir haben bei dem im Heu gepennt. Der hat die ganze Zeit gelabert, wie der kleine Hoden da ist. Und ja, ich hatte ja gesagt, ich gehe mal ein bisschen leveln und vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. Vielleicht passt es aber auch genau. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall viel mehr Erfahrungspunkte und hier ist alles ein bisschen höher und auch hier die Kampftalente. Ja, wie habe ich es gemacht? Also im Großen und Ganzen. Ich habe so Monster geplättet, ich habe ein bisschen in der Burg mit dem Schwertmeister trainiert. Ja, aber jetzt will ich euch eigentlich auch nicht ein Ohr abkauen, also ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Eins, was mir noch aufgefallen ist, was wirklich praktisch war, hier, Aranas Peace. Wenn man dort schläft, heilt man sich komplett wieder hoch, das ist natürlich ultra praktisch fürs Trainieren. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir versuchen einfach mal, den Oger platt zu machen. Das könnte jetzt natürlich interessant werden. Trägt er dann Kuchen spazieren? Bam! Haha! Bumm! Das war jetzt unerwartet leicht. No treasure. Ja, aber da ist die Kiste. Er hat seine Kiste verloren. Strong Lock. Ach, okay, ja. Wir sind ja kein wirklicher Dieb. Deswegen können wir das so nicht machen. Wir hatten doch genau den Zauber. Your spell is too weak to open the chest. Wie kann ich denn das jetzt trainieren? Ich kann das mehrfach probieren, oder nicht? Nein? Ja, doch, geht doch. Ein Gold, 43 Silber. Och, das ist ja eigentlich nicht mal so viel, aber gut. So, mal speichern. Das war ja schon ein ganz großer Schritt eigentlich. So. Sieht ja heimelig aus. Also da drüben, das ist ein Bär, würde ich sagen. You know that bears can talk. Man könnte es ja mal probieren. It looks hungry and dangerous. Aber der ist unten festgebunden, so wie es aussieht, oder? Ja, yeah, there's something attached to its leg. Der wird gefangen gehalten, der Bär. Aber von wem und warum? Ich speichere nochmal. So, jetzt könnte ich doch mal den Calm-Zauber probieren. Der beruhigt doch, glaube ich, böse Viecher. Ja. So, aber kann ich den Bär streicheln? Lässt er mich vorbei? Ja. Da sieht man auch, wie toll in dem Spiel auch die unterschiedlichen Charakterklassen eigentlich Probleme lösen könnten. Und da drüben sitzt so ein Aldi-Yoda. Ein Kobold, okay. Der kann zaubern. Jetzt weiß ich nicht. Ich speichere nochmal ab. Aber unter dem zweiten Spielstand mal sicherheitshalber. Und da unten liegen irgendwelche Pilze. Soll ich den jetzt am besten überraschen oder wie mache ich den jetzt platt? Vielleicht ist er ja freundlich. Okay, also er scheint bösartig zu sein, auch wenn er noch nicht reagiert auf mich. Gut. You go, you know, stay here. Was da? Oh. Los, kaputt hauen. Ja.
Jetzt teleportiert er sich auch noch. Ich hoffe, die Gesundheitspunkte reichen aus. Und ich renne dem hinterher. Ja, genau. Ich sollte vielleicht Rennen aktivieren. Ach, okay. Ja. Weil es da so feucht ist, kann man nicht rennen. Ach. Sag bloß, das war's. Und er hat einen Schlüssel verloren. Gut. Gib mal her. Da hätten wir ja sogar noch ein bisschen mehr ausgehalten. Und hier. Vielleicht kann man die ja auch mal gebrauchen. So, ich glaube, hier geht's nirgendwo hin, nein. Ja, und jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Hoffentlich frisst uns der Bär jetzt nicht auf dem Weg nach draußen. Geben wir dem doch was zu essen. Ha! Und so kriegt man den brav. Gut, nochmal abspeichern. So, jetzt, kann man damit vielleicht die Kette aufmachen? Open Chain. Oh, es funktioniert. Und jetzt? Oh? Wer ist er denn? Der verlorene Sohn vom Baron. Und er verhält sich wie ein Arschloch. Und haut ab. Naja, vielleicht hatte der Kobold einen guten Grund, ihn in einen Bären zu verwandeln, ja. Ha! Aber. Dafür den soll es doch eine Belohnung geben. Das ist doch eins von den Quests gewesen aus der Gildenhalle. So, aber da müssen wir jetzt erstmal natürlich zur Burg zurückfinden. Und ich laufe bestimmt gerade wunderbar falsch. Goblin! Ach komm, den frühstücken wir doch jetzt weg. Los, schlucke meinen Stahl. Take it all. Super. 6 Silbermünzen. Ja, also geldlich sieht's auch ganz fesch aus im Moment. So. Uah! Habt ihr das eben gesehen? Roter Terrorsaurus. Puh, schnell weg. So, und irgendwann müssten wir doch eigentlich genau auf die Straße treffen. So. Mal schauen. Ich vermute ja, dass der Sohn des Barons sich dann auch zurückteleportiert hat. Ja, mach auf. Muss ich dann hier rein? Sieht so aus. Da ist er ja, da hinten. Jetzt hat er natürlich Hoffnung, dass der ganze Fluch des Tals gebrochen werden kann, beziehungsweise seiner Familie. Oh, jetzt bedankt er sich. Ja, wir haben einen Kobold getötet. Wir
Wir sind ein echter Held? Ja, nee, noch nicht ganz, oder doch? Ja, den Titel Held des Landes von Spielburg, den wollen wir ja. Dafür sind wir ja da. Dafür muss aber jemand die Räuber bezwingen. Und wir kriegen das Geld, sehr schön. Und wir dürfen heute Nacht dort übernachten und wahrscheinlich was Gutes essen. Gut, dann fragen wir ihn mal aus. Sie sollen eine Festung haben im Süden des Tals. Ach, und da sollen Hinterhalt quasi sein, für jeden, der zu nahe kommt. So, von seiner Tochter fehlt ja auch noch jede Spur. Aha, wurde von Baba Yaga geraubt. So. Ja, er wünscht sie sich halt zurück. Fragen wir ihn, ob er was über den Hexer weiß. Aha, er soll keine mächtige Magie haben, aber er nutzt sie weise. Gut, was kann er sonst noch erzählen über Monster? Nur noch wichtige Fragen. Haha. Aha. Okay, über Magie kann er selbst nicht so viel erzählen. So, der Fluch. Ja. Den hat er von der Baba Yaga. Gut, dass er alles verlieren sollte, dass ihm was wert ist. Ah, die Prophezeiung komplett. Comes a hero from the east, free the man from in the beast, bring the children from out the band, drive the cursor from the land. So, free the man from in the beast, das ist ja er hier, also das ist ja quasi so ein Hinweis. Weil er war ja ein Bär. Und dann the child from the band, dann könnte es ja sein, dass seine Tochter bei den Räubern ist irgendwo. Und dann Drive the Ogres from the Land, das ist dann die Baba Yaga eigentlich zu verjagen. Ja. Gut, das zu wissen. A time is short, ja. Ich will halt nur nicht vergessen, vielleicht irgendwas Wichtiges zu fragen. Okay, man braucht irgendeine Magie, um ihre Magie zu kontern. Gut. Tja. Danke. Keine Ahnung, was ich ihn jetzt noch fragen sollte. Vielleicht, ob er was über ein Antwerp weiß? Nein? Okay. Ach, und jetzt ist schon gleich der nächste Tag. Wunderbares Abendessen gehabt und ein tolles Federdaunenbett. Dann noch ein Frühstück und jetzt geht's weiter. So, jetzt haben wir aber mächtig viel Kohle. So, und ich erinnere mich, in der Stadt gab's da so eine Rüstung zu kaufen. Bei dem Buchhalter. Und die will ich unbedingt haben. So. Ja, fragen wir erstmal danach. Ach, ja, bla 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 bla. 500 Silberstücke. Naja, das müsst ja locker hinhauen. Ach, und wir kriegen
Man kann unsere alte Rüstung dagegen eintauschen. Okay. Sieht jetzt zwar nicht anders aus, aber wir haben hier jetzt ein Chainmail-Armor.